Hallo und herzlich willkommen zurück bei Stardew Valley. Tag 19 im Herbst. Und es regnet mal wieder draußen. So richtig schönes Herbstwetter also. Deswegen schauen wir uns erstmal den Wetterbericht für morgen an. Wolkig mit Windböen. Und der Wahrsager sagt, die Geister sind heute gut drauf. Okay. Und wir haben Post. Das ist auch gut. Lilly, ich würde dir gerne einen Kürbis abkaufen. Meine Tochter und ich wollen für die kommende Geisternacht gerne eine Kürbislaterne schnitzen. Caroline. Alles klar. Kürbis schnitzen. Bringen Caroline einen Kürbis. Ja, das sollten wir hinkriegen. Aber was wir aber zuerst noch machen, ist hier diese Sachen einsammeln. Und die schmeiße ich jetzt halt einfach mal direkt. Ja. Den behalte ich. 15 Energie. Ja. Den packen wir alles in die Kiste und dann setze ich da noch ein paar gewöhnliche Samen. Hier so ein bisschen gemischte Saat drauf. 8 Stück. Aber hier kann ja auch sogar 9 hin, sehe ich gerade. So. So. Hier ist nichts reif. Ah, wir haben Laich. Sehr schön, Störleich. Den packe ich mal direkt hier rein. Sehr schön. Und hier haben wir noch Eichenharz. Den sammle ich auch mal ein und packe den in die Kiste. Weil den Eichenharz, den brauchen wir tatsächlich später für die Fässer. Und da der immer relativ lange braucht, bis der dann fertig ist, ist das schon ganz gut. Wo habe ich denn? Hier ist das eine. Ich nehme hier 10 Kupfer. Und davon noch 2 mit. War doch die Anleitung dafür, ne? Wie braucht man? Ach, 4 waren es. So, 1, 2 und 1 noch. Und dann gehen wir heute mal wieder in die Mine. Ich lasse dafür aber noch die Axt. Also in der Kiste. Die brauche ich jetzt nicht unbedingt. Was haben wir hier? 8 Energie, 3 Gesundheit plus 1 Geschwindigkeit. 100 Energie, 45 Gesundheit. Ich glaube, das, was wir da haben, ist schon ganz okay. Und Robin müsste da drüben jetzt gleich irgendwie anfangen zu arbeiten. Und ich hätte mal wieder den kürzeren Weg genommen, nehmen können und tue es mal wieder nicht. Warum? Ich weiß es nicht. Und eigentlich wollte ich jetzt die Werkzeuge verbessern, ne? Habe ich gesagt. Naja. Gucken wir mal, wie weit wir kommen. Okay. 105. Und wir werden direkt begrüßt von dem Vieh. Was keiner mal. Ah, noch einer. Jo, komm. Komm halt. Los, rutsch ran auf den Meter. Bist du irgendwie doof? Anscheinend. Aua, 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 aua. Nicht, dass ich mich jetzt beschweren würde. Okay. Oh Gott, was ist das denn bitte? Fette Body? Okay, an den komme ich jetzt so eben mal nicht wieder dran. Ich gehe jetzt auch einfach hier so runter. Oh. Fump. Fump. Ganz kurz. Der macht 30 bis 45, 28 bis 46. Ja, nee, der macht aber weniger Grundschaden. Huha. Nee, geh mal weg.
Geh mal weg, habe ich gesagt. Den hauen wir erstmal weg. Was ist denn bitte heute mit diesen... Ach, du hängst da oben fest. Ah, ich muss euch ja trotzdem... So. Alter, voll die Party hier. Ich habe aber eigentlich gar keine Lust auf Party, Freunde. Ich möchte doch hier nur in Ruhe schauen, mit welchen Erzen ich mich bereichern kann. Was anderes will ich doch gar nicht. Ihr braucht die doch sowieso nicht. Jo. So. Okay. Dann machen wir uns mal auf die Suche. Diesmal hatte ich nicht so viel Glück. Nehmen wir den rechten. Okay. Dup, dup, dup. Okay. Stört mich jetzt erstmal nicht. Stört hier noch irgendwas? Stein. Stein ist eigentlich immer gut. So. Ah, das sind Kisten. Oder Fässer vielmehr. Ich hoffe, dass da irgendwas Schönes drin ist. Wahrscheinlich wieder nicht. Steine. Wow. Und nichts. Was bist du? Du bist grün. Ich glaube, dich habe ich noch nicht. Ah, doch, ein Smaragd. Sah jetzt irgendwie Special League aus. Warte, ich nehme mich auch nur für die XP mit. Da kommt noch eine Fledermaus. So. Fledermaus ist weg. Nee, nee. Langweilig. Wahrscheinlich werde ich mich nachher wieder beschweren. Weil dann wieder so 50 Viecher auf einmal kommen. Dann werde ich sagen, oh, wisst ihr noch damals auf Ebene 107? Da war es so entspannt. Aua. Geht schon los. Ich bin ja hier gerade mal die weiße Alge fressen. Nom 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 nom. So, perfekt. Okay, hier wäre schon mal eine Leiter. Ist aber auch noch ein wunderhübscher Smaragd. Und ein Rubin, das gefällt mir doch schon mal gut. Ich weiß zwar nicht, ob die viel wert sind, aber es gibt auf jeden Fall bestimmt Leute, die sich darüber freuen, wenn man denen die schenkt. Eine Höhlenkarotte, ein bisschen Kohle. Hier, 5. Ein wunderhübscher Diamant. Und noch eine Treppe. Ach komm, wir gehen jetzt hier direkt runter. Ebene 109, okay. Geben wir alles. Okay. Noch ein bisschen Gold. Ich habe dich gesehen, du Kaki. Jetzt muss ich mich beeilen, die hier wegzuhauen. Okay. Ja. Ihr habt nicht gesehen, dass der noch lebt. Wieso lebt er noch? Oh, 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 oh. Warum lebt er noch? Alter, hat der viel HP. Jo, wir essen mal gerade die Herbstfülle. Aber ganz flotti Karotti essen wir die Herbstfülle. Oha. Feuervieh. So, komm her. Einmal, zweimal.
was da steht. So, du kommst weg. Aua, 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 aua. Oha. Was habe ich eben noch über die gemütliche Ebene 107 erzählt? Warum muss ich denn auch immer bei sowas recht behalten? Da drüben ist aber auch Pet Party, ne? Wenn ich mir das so anschaue. Okay. Ne, 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 ne. Was habe ich jetzt verhext? Verteidigung sammeln. Ne, ich warte mal, bis verhext weg ist. Aua. Oh, Fledermaus, keiner mag dich. Wirklich, geh doch einfach. So, tschüss. Kling. Was kriegen wir denn? Weltallstiefel. Wir haben auch gerade noch irgendwas bekommen. Wir haben Jin-Schuhe. 1 Verteidigung und 6 Immunität. 4 Verteidigung und 4 Immunität. Gegen 3-3. Nehmen wir erstmal die Welt. Ja, mein kosmisches Brötchen. Haben wir, wir luken mal auf Runde E. Ja, ja, ich erinnere mich. Ja, jetzt sollten wir tatsächlich darauf warten, dass wir bessere Ausrüstung uns zulegen. Hallo. Ich möchte gerne verkaufen die Jin-Schuhe, als auch die Feuerwandlerstiefel, als auch den Stahlfasser. Wir haben die Obsidian-Schneider. 28 bis 46. Ja, die ist einfach besser. Auch wenn es etwas langsamer ist, der ist halt noch stärker. Aber der ist halt recht sehr, sehr langsam. Nicht mal recht langsam, der ist sehr langsam. So. Wir haben auch die Dings gar nicht benutzt, fällt mir so ein, die Kirschbomben. Naja, aber immerhin, wir haben doch ganz gut was geschafft und ich habe mein Dings nicht dabei. Schade. Wir haben auch nichts, was wir irgendwie abgeben können gerade, ne? Nee. Okay. Hallo Linus. Linus? Du kannst viel von den Bäumen lernen. Verbringe Zeit mit ihnen und sie verraten dir vielleicht ihre Geheimnisse. Geh in Frieden, Kind. Habe ich da was an? Nee. Ich habe nichts Schönes. Vielleicht eine Haselnuss? Das ist ein großartiges Geschenk. Danke dir. Bitte schön. Okay. Ich muss das Tattoo ein Stückchen umschieben. So. Alles klar. Dann gehen wir mal wieder zurück. Huha. Robin ist am schaut mal, Kinder. Heute werden unsere Kassen gefüllt. Aber schön. Goldbarren kommen hier rein. Die Fledermausflügel. Weiß noch gar nicht, was wir mit dem ganzen Zeug machen sollen. Aber gut, ich werde mich nicht beschweren. So, jetzt gucke ich gerade mal, haben wir irgendwas, was wir... Ja, die Schleudern können wir ja nicht verkaufen, das ist ein bisschen wild. Ich würde gerne mal wissen, was so ein Rubin wert ist. Lohnt sich das denn zu verkaufen? Ich habe keine Ahnung. Kirschbomben zum Beispiel kriege ich hier gar nicht... Die Steine gehören hier auch nicht rein, so. Dann gehen wir einmal hier hin. Das ist das. Schleim. Gemischte Saat, Höhlenkarotte und das. Das kosmische Brötchen packe ich mal hier rein. So, jetzt packen wir in die Verkaufskiste. Und dann leeren wir doch mal unsere wunderhübschen Einmachgefäße. Und gucken mal, haben wir von irgendwas noch 6 Stücke, was wir irgendwie gut einlegen können? Ja, hier ist 6 silberne Kürbis. Komm, dann packen wir die mal in die Fässer. Und das verkaufen wir. Plupp. Okay, haben wir jetzt schicke Weltallstiefel.
Hier haben wir alles gemacht. Pflanzen sind gegossen. Den Fischen geht's wunderbar. Hier können wir dann irgendwann noch einen Teich anbauen. Und ich nehme jetzt mal gerade noch die Axt und hau den Baum hier weg. Der stört mich nämlich. So, das machen wir noch. Und was ich auch noch mache, hier ist ja genügend Gras. Ich schneide mal hier eben jenes wieder ein Stück zurecht, damit mir das hier den Stein nicht weghaut. So. Und hier baue ich jetzt mal so per Hand weg. Und ich weiß, dass das jetzt nicht so klug ist. Ressourcenmäßig. So. Habe ich immer noch den einen Baum weg. Perfekt. Kann man nämlich hier schön langlaufen. Und dann können wir hier noch einen Weg anlegen. Können wir auch im Prinzip Pflasterstein Trampelfahrt. So. Okay, dann schwingen wir uns mal ins Bett, würde ich sagen. Können dann beim nächsten Mal weiterbauen. Bin jetzt erstmal gespannt, was wir denn heute so zusammenkriegen. Das dürfte nicht wenig sein. Haben wir die Katze gestreichelt? Ja. Ich meine schon. Immer zwar hier ein bisschen allerdings Verlust, aber ja. Gehen ins Bett. Und Level up! Sammeln Stufe 7 plus 1 Axt-Effektivität, Baumdünger, wilde Saat, Winter. Mhm. Teleporter zum Berg. Okay, es gibt wilde Saat für den Winter. Interessant. Ja, ist doch ganz hübsch. Der Mais bringt 150. Hier der ganze Kleinkram. Ja, das macht dann auch schon einiges aus. Der Rubin ist 250 wert. Das ist schon mal ganz gut. Okay, das andere, ja, das ist ja oft so. Okay, dann würde ich sagen, sehen wir uns einfach beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss.